Watzke will keine Freundschaft mit Rummenigge. Die Bosse von Borussia Dortmund und Bayern München werden auch in Zukunft keine Freunde mehr. Bei einer Talkrunde der Bild verneinte Watzke die Frage, ob er auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Bayerns Karl-Heinz Rummenigge annehmen würde. Weil sie keine seien, erklärte der 55-Jährige. Und das wolle er auch nicht, so Watzke. Ein Händeschütteln würde es bei Zusammenkommen trotzdem geben. Die mitteleuropäischen höflichen Umgangsformen seien auch in Dortmund durchaus bekannt. Aber eine Freundschaft oder ein extrem kollegiales Verhältnis werden sie sicherlich nicht mehr haben. Sei aber auch nicht schlimm, brauche eigentlich niemand, sagte der BVB-Boss. Van der Vaart verletzt. Der Niederländer hat sich eine Wadenverletzung zugezogen und wird dem Hamburger SV für 2 Wochen fehlen. Van der Vaart hatte am Donnerstag wegen Wadenproblemen das Training abbrechen müssen. Der HSV-Kapitän klagt schon längere Zeit über muskuläre Probleme und hatte wegen einer Verletzung in der Wade auch die Weltmeisterschaft in Brasilien absagen müssen. Neue Aufgabenverteilung bei den Bayern. Der FC Bayern stellt sich neu auf. Präsident Karl Hopfner erklärte im Sport1-Exklusivinterview seine Aufgaben und deutete eine Vertragsverlängerung mit Matthias Sammer an. Der 62-Jährige wolle sich nur noch bei dringenden Fällen in das Daily Business einmischen. Ansonsten sei er Aufsichtsrat, das bedeute Aufsehen und Raten. Wenn der Rat gewünscht sei, gebe er ihn gerne. Zudem lobte er die Arbeit seines Sportvorstandes Matthias Sammer. Man muss das einfach mal sehen von der gesamten Erfolgsseite her. Als Matthias Sammer kam, haben wir im ersten Jahr, wenn wir den einen Supercup rausnehmen, fast alles gewonnen. Ja. Im zweiten Jahr Double, wieder im Supercup nichts gewonnen. Im Halbfinale Champions League gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne keinen, der in dieser kurzen Zeit von 2 Jahren so viele Titel gewonnen hat wie Matthias Sammer. Dass der immer natürlich ein Teil des gesamten Erfolgs ist. Es ist nicht ausschließlich er, aber er ist auch nicht ausschließlich dagegen. Also da gehören immer mehr mit dazu. Aber Fakt ist, dass seit er da ist, der FC Bayern München wieder Titel gewonnen hat. Sammer ist seit 2012 beim Rekordmeister und besitzt noch einen Vertrag bis 2015. Netzer kritisiert Ablösesummen. Der Weltmeister von 74 hat sich beeindruckt über die aktuellen Transfersummen gezeigt. Da bleibe ihm teilweise der Atem weg, sagte Netzer dem Tagesanzeiger. Der 69-Jährige kritisiert die damit verbundene Macht für den Spieler. Sie sei in die falschen Hände geraten. Früher hätten die Vereine bestimmen können, so Netzer. Die Transfersumme wäre ein Mittel zur Ersatzbeschaffung gewesen. Dieses Mittel sei nun in die Hände der Spieler geraten.